Du isch etwas? Hallo? Wir haben es doch jetzt noch geschehen vorstellen. Ja, ich bin eben gerade etwas am Vergessen. Hast du etwas zum Schreiben? Nein. Okay. Wieso? Was ist? Ah, nichts. Ist etwas? Nein, später eben. Ja, komm, machen wir weiter. Also gut, also wir möchten uns, wie gesagt, für die, die uns noch nicht kennen, noch geschwind vorstellen. 4. Mai, Rutschmann, und zwar, 4. Mai, 4. Was ist jetzt los? 4. Mai, Frau Rutschmann, 4. Mai. Was? Kannst du dich jetzt vielleicht für das 8. Ja, ja, klar. Gut, also wir möchten uns, wie gesagt, noch geschwind vorstellen. Frau Rutschmann. Du, sag mal, was sagst du jetzt die ganze Zeit damit? Ich darf es eben nicht vergessen. 4. Mai, Frau Rutschmann. Was darfst du nicht vergessen? Ja, was dann ist eben. 4. Mai, Frau Rutschmann. Was ist denn am 4. Mai? Ich habe dann einen Zahndentalhygienikerinnen-Termin bei der Frau Rutschmann und dort musst du eben, wenn es vergisst, 24 Stunden im Voraus abrichten. Aber wenn es vergisst ist eben auch das und das ist teuer. 4. Mai, Frau Rutschmann. 4. Mai, Frau Rutschmann. Aber sag mal, das gehört doch jetzt nicht hierher. Ja, ich weiss, aber nachher weiss ich es nicht mehr und dann bist du daheim und hast es vergessen. Das letzte Mal war es 2. Februar, das habe ich vergessen. Ich vergesse es nie mehr. 4. Mai, Frau Rutschmann. Hey, bitte, dass jetzt das hier sagst, ich meine, ja, ich ist jetzt recht etwas privat. Ich sag's mir, musst du ja nicht anhören. Ja, aber lass, wir haben doch gesagt, wir machen CD Aufnahmen heute, das hören nachher Millionen. Wo machen wir Aufnahmen? Ja, da mit diesem Mikrofon. Da. 4. Mai, Frau Rutschmann, nicht vergessen. Hallo! Jetzt hat er noch gerade. Jetzt hat er noch gerade gesagt, dass das hören nachher alle Leute. Ja, eben, und ich auch. Und wenn ich nachher die Hause hocke, höre ich selber, wenn ich mir aus dem Lautsprecher entgegen sage, 4. Mai, Rutschmann, nicht vergessen. Und dann, dann erinnere ich mich wieder. Das geht doch niemand etwas an. Ja, aber je mehr Leute das wissen, desto grösser die Chance, dass jemand daran denkt. Ja, aber die Leute müssen doch das nicht wissen. Du musst es ja wissen. Oder was meinst du, es läutet dann irgendjemand von denen, die daheim CD hören in der Stube, die läutet dann am 4. Mai am Morgen dir an und sagen, oh, nicht vergessen, heute zu der Frau Rutschmann. Ja, das wäre lustig. Ja, das wäre super. Das 079 13 13 31. Dankeschön. Hey, sag mal, jetzt hast du deine Telefonnummer angegeben. Nein, ich bin nicht blöd. Ich habe deine gegeben. Kannst du mir sie ja dann ausrichten? Ja, lass mal. Ich habe keinen Termin bei dieser Dentalhygiene. Ja, aber vielleicht hättest du auch einen nicht. Nein. Bist du sicher? Zeig mal. Ui, ui. Bist du froh, machen wir nur Aufnahmen für die CD. Ich mach mal weiter. Der Ursus kann sich sehr gut Namen merken. Wie heisst die Frau? Rutschmann Gabi. Ist eine Liebe. Und sag ihr doch, wenn sie gerade mit dem Schläuferli im Maul ist, ob sie nicht noch hinteren Abend in den Hals zum Kini gehen, das Fett absaugen. Apropos, weißt du, was passiert mit einer Ente, wenn man das Fett absaugt? Dann gibt es ein Taucherli. Gut, also,